Genau. Ja. Chalasana, die Quirlstellung. Chalana heißt quirlen oder auch durcheinanderbringen. Es gibt ja auch Chakti-Chalini, was du vielleicht kennst. Und zum einen ist eine Bezeichnung von einem Asana, wo du ein Bein ausgestreckt hast, zum Beispiel das linke, das rechte Bein beugst und den rechten Fuß neben das Gesäß gibst, dann den rechten Hand links neben den linken Fuß nach vorne und die linke Hand nach hinten. Und das ist eine dynamische, du hältst sie zwar ruhig, aber so als ob du bereit bist jetzt zum Quirlen. Es ist auch eine gewisse dynamisierende Stellung. Unter den Vorwärtsbeugen, die ja meistens etwas dynamischer sind, ist das eine Stellung, die so ein bisschen Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, als ob gleich etwas Wichtiges kommen würde, ist. Chalasana ist aber auch, oder Chalanasana, Chalanasana ist auch die Bezeichnung für zwei dynamische Übungsfolgen. Rafaela zeigt auch, wie das geht. Du kannst dabei zu Upavishta Konasana kommen, also die Beine auseinander haben. Und je nachdem, wie weit du kommst, können die Beine weiter auseinander sein. Die meisten werden die Beine 90 Grad haben. Und dann gehst du einatmen, Arme hoch, ausatmen über das rechte Bein, einatmen wieder hoch, ausatmen nach vorne, einatmen hoch und ausatmen nach links. Und das kannst du so ein paar Mal üben und es gibt ja auch einige Yoga-Stile, wo diese dynamischen Übungen eine wichtige Rolle spielen. Bei Yoga Vidya halten wir eher die Stellungen ruhig, obgleich wir auch Flow-Sequenzen haben. Dann, was dem Ausdruck Chalana am nächsten kommt, ist, wenn du wirklich die quirlst. Das heißt, du hast die Beine vorne und dann gehst du nach vorne und dann drehst du dich nach rechts und nach hinten und nach links und nach vorne und so weiter. Und so quirlst du und du rüttelst durcheinander. Und das kann eine große Flexibilität erfordern. Bei dieser Stellung muss man allerdings vorsichtig sein. Menschen mit sensibler Wirbelsäule oder Neigung zu Rückenproblemen sollten zu diesen Rumpfdrehungen bei gestreckten Beinen eher nicht machen und lieber die weniger komplexen, ruhig gehaltenen Asanas üben.